Ein Stück deutscher Teddybärengeschichte wird hier lebendig. Denn es waren einmal drei Geschwister, die lange vor unserer heutigen Zeit in einem kleinen Bergdorf in Thüringen in einer Dachstube von kaum 20 Quadratmetern mit dem begannen, was heute wie damals die Herzen von Jung und Alt bewegt. Nämlich der Herstellung ihrer ersten Hermann-Teddybären.